Ich werde hier einmal anhand einer Auswahl von Belegen eine Art grundlegendes Modell für das frühe Sonnensystem bzw. die protoplanetare Scheibe zeigen. Eine Auswahl von Belegen heißt natürlich, dass es noch andere Belege gibt oder vielleicht auch Belege, die dem, was ich hier zeigen werde, widersprechen. Ich kann hier nur nicht alles darstellen und um einen Überblick zu bekommen und zu verstehen, was abgelaufen ist, ist das hier ein sehr guter Einstieg in jedem Fall. Ich mache das Ganze hier in diesem Plot. Auf der X-Achse dieses Plots ist eine qualitative Zeitachse aufgetragen von 0 bis 4 Millionen Jahre. Qualitativ deshalb, weil das hier nicht gelingt, die Events wirklich sauber aufgelöst irgendwie darzustellen. Die Zeit der Ereignisse kennen wir aus dem Zerfall beispielsweise kurzlebiger Radionuklide wie etwa Aluminium 26. Wir können aber auch langlebige nehmen wie vielleicht Uranblei. Auf der Y-Achse ist die Temperatur dargestellt bis so etwa 2000 Kelvin. Diese Temperaturen kennen wir aus Kondensationsüberlegungen bzw. aus den Liquidus-Temperaturen von etwa Chondren. Zu Beginn des Sonnensystems waren Teile der protoplanetaren Scheibe mehr oder weniger vollständig evaporiert, das heißt alles Material in der Gasphase. Ob das jetzt nahe der Sonne war, weil die Sonne heiß ist, oder quer durch die gesamte protoplanetare Scheibe, weil die Aufheizevents nicht durch die Sonne kamen, durch andere Prozesse, das ist nicht so ganz klar. Die ersten Objekte, die sich bilden, sind die calcium-aluminiumreichen Einschlüsse, die CAIs. Und von denen wissen wir auf jeden Fall, dass diese Kondensation, dass die durch Kondensation entstanden sind. Das heißt, dass es eben mal so heiß gewesen sein muss und Material evaporiert sein muss. Die CAIs haben einen zonierten Aufbau, der eben der Kondensationssequenz entspricht. Das heißt, in der Mitte die hochrefraktären Minerale und nach außen immer geringere refraktäre Minerale. Außerdem haben sie eine sehr unregelmäßige Außenfläche und auch aufgrund der Elementmuster kann man ganz klar darauf schließen, dass die durch Kondensation entstanden sein müssen. Die CAIs sind außerdem, also sind relativ selten, sind außerdem die ältesten Objekte, die wir kennen und ankern deshalb den Zeitstrahl der Entwicklung in unserem Sonnensystem. Das heißt, die Zeit Null in unserem Sonnensystem wird durch die CAIs definiert, weil die eben mit das älteste Material sind, das wir kennen. CAIs sind relativ selten, vielleicht zwischen 0 und 3-4% in Meteoriten und wahrscheinlich auch xenolithisch in Meteoriten, in Chondriten. Das heißt, die wurden irgendwie gespeichert in dem Reservoir, in der protoplanetaren Scheibe und sind erst später in den Meteoriten-Mutterkörper hinzugefügt worden. Als eines der nächsten, vielleicht auch mit gleichzeitigen Ereignisse, ist das Material entstanden, aus dem sich die Chondrin-Precursor gebildet haben. Vielleicht war es direkt interstellares Material, scheint vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher, dass auch das Material zumindest in Teilen evaporiert ist und dann wieder kondensiert ist. Und dass dann die ersten Minerale, die dann die Chondrin-Precursor aufgebaut haben, hier Olivine waren. Also diese Falschfarbendarstellung, rot, sollen hier Olivine darstellen. Also die Olivine sind zum Beispiel durch Kondensation entstanden, sind aggregiert und haben dann hier die Chondrin-Precursor gebildet. Diese Bereiche, in denen das stattgefunden hat, die hatten auch eine gewisse Temperatur. Und diese Temperatur war vielleicht verantwortlich dafür, dass man in diesen Meteoriten ein Verarmungsmuster in den volatilen Elementen sieht. Das kommt ja daher, also wenn man sowas aufträgt in einem Diagramm, dann hat man hier so ein Muster, das ist auf CI normalisiert. Und dann hat man hier, das sind die volatilen Elemente und die zeigen hier dieses Verarmungsmuster. Und das mag daher kommen, dass die Umgebungstemperatur in diesen Bereichen, in denen diese Kondensation hier und sowas stattgefunden hat, dass die relativ hoch war und dadurch ein Teil des Materials nicht kondensiert ist, in der Gasphase verblieben ist und dadurch im Gesamtreservoir und im Gesamtchondrit dann an diesen volatilen Elementen verarmt war. Und das hängt halt davon ab, wie hoch die Temperatur hier war, ein paar hundert Kelvin, dementsprechend vielleicht mal mehr, mal weniger von diesen volatilen Elementen kondensiert. Zu der Zeit außerdem wurden möglicherweise präsolare Körner noch hinzugefügt oder kohlenstoffreiches Material oder im nächsten Schritt. Zu der Zeit hat dann auch die Chondrinbildung selbst stattgefunden, dieses rätselhafte Event, wo wir nicht wissen, was der Auslöser für war. Wir wissen nur aufgrund dessen, wie die Chondre aussieht, dass es ein Hochtemperatur-Event gewesen sein muss und dass es schnell gegangen sein muss. Schnell deshalb, weil in manchen Chondren in der Mesostasis noch Glas vorhanden ist, also wenn es die Chondre ist, während das gelbe und grüne Material da drin wären in manchen Chondren Glas, das ist die Mesostasis. Das heißt, es muss schnell abgekühlt worden sein. Wenn es schnell abgekühlt worden ist, muss auch schnell aufgeheizt worden sein.
da es nicht möglich ist, nach einer langsamen Aufheizung dann ist es dann irgendwie schnell abzukühlen. Dann müsste man es aus einem Bereich rausnehmen mit Temperaturgradient. Das wird schwierig. Also es muss schnell gegangen sein, in sowas wie Minuten bis Stunden vielleicht hat diese Kontrollbildung stattgefunden. Das Aufheizen werden vielleicht weniger, die Abkühlung hat dann vielleicht ein bisschen länger gedauert. Und das auch schnell ging, wissen wir, wie gesagt, durch das Glas, aber auch zum Beispiel, dass volatile Elemente wie Natrium in höheren Konzentrationen vorhanden sind, was eigentlich, wenn es lange heiß ist, schnell evaporieren sollte. Was wir auch sehen Chondrin, in den meisten Chondrin, vor allem in den Porphyrischen, ist dieser rote, soll hier Olivin sein, Kern, und außenrum in Blau, das soll Calcium sein. Niedrig-Calcium-Pyroxen sein. Und das ist vermutlich entstanden, dass, weil es immer nur als Schale außenrum ist und manchmal auch innen drin, aber besonders häufig als Schale außenrum, und dann auch diese polyklitischen Olivine in den Pyroxen, dass es eine Reaktion gab von dem Olivin mit einem SiO-reichen Gas. Es gab vielleicht eine fraktionierte Kondensation. Zuerst kondensiert der Olivin, das Gas wird SiO-reich und das SiO-reiche Gas reagiert dann mit dem Olivin und bildet diesen Pyroxenrand hier außenrum. Das heißt, wir wissen, die Chondren müssen offene Systeme gewesen sein, haben noch Material mit der Umgebung ausgetauscht und dabei wohl auch ihre Zusammensetzung verändert. Also schnelle Chondrenbildung, dann hier dieses offene System. Was wir dann auch noch wissen ist, dass das Ganze wahrscheinlich bei hohem Druck stattgefunden hat. Unter anderem gerade wegen des Natriums, damit das Natrium nicht evaporiert, war vielleicht der Natriumdampfdruck außen sehr hoch, dann konnte auch wenig Natrium evaporieren. Zusätzlich hier zum Beispiel aus diesen Eisenisotopendaten wissen wir, dass die Chondren nur kleine Fraktionierungen haben in Eisenisotopen oder anderen Isotopensystemen von nur 1-2 Promille oder sowas. Eher in der Regel noch viel weniger. Und man würde auch eine höhere Fraktionierung in diesen Isotopen, stabilen Isotopen erwarten, sieht ihr aber nicht. Und das lässt sich auch erklären, dass der Gasdruck außen sehr hoch war und dadurch diese Fraktionierung unterdrückt wurde. Das heißt, der Druck hier um diese Chondren rum, der Gasdruck muss sehr hoch gewesen sein, weit mehr als 10 Pascal. Was für ein Nebel hoch ist. Und dann gibt es die Komplementarität. Bei der beobachten wir, dass, wie hier in diesem Diagramm, Silizium gegen Magnesium auf der Y-Achse, hier sind die Chondren, hier ist die Matrix, hier ist die CI-Linie, das heißt das Verhältnis der CI-Zusammensetzung, und hier ist die Bulk-Zusammensetzung auf der Linie von dem Meteoriten. Es haben Chondren und Matrix haben hier so eine Mischungslinie, und der Bulk liegt genau auf dem Schnittpunkt Mischungslinie mit der CI-Linie. Und das am besten erklärt, indem man sagt, die Chondren und die Matrix haben sich gemeinsam, hier die Chondren und dann die Matrix, in einem Reservoir gebildet. Das heißt, die Hochtemperaturphasen alle in den Chondren, später sind noch die Matrixphasen kondensiert und dann ist es in einem Reservoir. Und dadurch lässt sich am besten erklären, dass die Bulk-Zusammensetzung genau auf der Linie der CI-Zusammensetzung liegt. Nicht für alle Elemente, für Magnesium, Silizium, in manchen auch für Titan, Aluminium oder Calcium oder sowas. Bei den volatilen Elementen ist es dann nicht so, weil die dann eben fraktionieren durch die Umgebungstemperatur. Aber aus der Komplementarität können wir sagen, dass Chondrin und Matrix in einem Reservoir sich gebildet haben und nicht, dass Chondrin da, Matrix da und dann später zusammengemischt wurde. Außerdem ist wahrscheinlich noch ein bisschen CI-ähnliches Material zugemischt worden. Das sieht man daher, weil man hat ja dieses Verarmungsmuster in den Chondrin, wo hier die Volatilen runtergehen. Hinten gehen die aber nicht mehr so runter, sondern hier hinten sind die dann so flach. Und das erklärt man damit, dass hier noch ein bisschen CI-Material zugemischt wurde und dadurch, dass CI flach ist, weil auf CI normiert wird, dass hier so ein bisschen nach oben geschoben wird. Und dafür wird eben etwas CI-Material noch hier dem Ganzen, also dem Reservoir zugemischt. Ein geschlossenes Reservoir, aber vielleicht noch ein bisschen CI-Material, das mit reinkommt. Dann sieht man, dass diese Chondren so eine Variation ihrer Bulk-Zusammensetzung haben. Die sind nicht alle gleich zusammengesetzt, sondern die haben eine Variation. Und die lässt sich zum Beispiel auch erklären durch dieses offene System hier. Die Chondren tauschen Material mit der Umgebung aus. Und wenn die eine Chondren ein größeres Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis hat als die andere, tauscht die praktisch mehr Material aus, relativ gesehen, als die andere. Oder eine Chondre evaporiert vielleicht ein bisschen mehr und tauscht dadurch ein bisschen mehr Material aus. Aber durch diesen Austausch kann man auch diese Variation in der Bulk-Chondren-Zusammensetzung hier erklären. Also durch eine andere Erklärung wäre, dass man lauter Precursor hat und dann mischt man mal die eine Chondre aus den Precursor zusammen, die andere Chondre aus den Precursor. Das funktioniert aber nicht. Man braucht für eine Chondre Zehntausende, Hunderttausende Precursor. Und wenn man aus einem Reservoir 10.000 nimmt und
für eine Kontre und nochmal 10.000 für die andere Kontre, dann hat man genau den gleichen Mittelwert. Dann werden jetzt alle gleich zusammengesetzt. Das Kontrenbildungsevent hat sich wiederholt, vielleicht 2 bis 5 Mal. Arg viel öfter kann es nicht sein, mit einem ähnlichen Argument wie eben. Wir wissen zunächst, dass das wiederholend stattfand, weil wir in Kontren auch Bruchstücke anderer Kontren finden. Deshalb muss es mindestens 2 Mal gewesen sein. Wenn aber das öfter passiert und dann zerbrechen sich, dann passiert irgendwann, dass die Kontren alle gleich zusammengesetzt sein müssen. Aus dem gleichen Argument wie eben, weil wenn die immer wieder gemischt werden, nähern sich dem Mittelwert an. Das beobachtet man nicht, also kann es vielleicht so 2 bis 5 Mal, sieht am sinnvollsten aus. Dann ist noch so, wenn man sich die Kontrite anguckt, CR, CV, CM oder die gewöhnlichen Kontrite, dann hat jeder Kontrit, jede Kontritgruppe eine ganz bestimmte Anzahl von Eigenschaften. Zum Beispiel, wie groß sind die Kontren da drin? Welche Zusammensetzung haben die Kontren da drin? Welche Häufigkeiten von Kontrenmatrix sind in diesem Meteorit vorhanden, in dieser Kontritgruppe vorhanden und so weiter. Und jede Kontritgruppe hat ein sehr charakteristisches Set an Eigenschaften. Das heißt, jede Kontritgruppe ist am besten dadurch erklärt, dass sie in einem bestimmten Reservoir entstand, CV da, CR da, CM da. Und nicht, dass Kontren entstanden da, Matrix da, das andere da, und dann hat sich alles durchgemischt, das funktioniert so nicht. Sondern für jedes gab es ein entsprechendes Reservoir. Dann ist es noch so, wenn das hier mal eine protoplanetare Scheibe sein soll, hier die Sonne, dann geht es hier so die Scheibe raus, dass die Scheibe irgendwie ein bisschen scheinbar in 2 Bereiche gegliedert ist. Ein Argument, das dafür genommen wird, sind Isotopenanomalien, und zwar nukleosynthetische Anomalien. Da findet man das in kohligen Kondriten, die hier, von denen man glaubt, dass sie weiter hier außen gebildet wurden, dass man die nukleosynthetischen Anomalien findet, während in nicht kohligen Kondriten, das ist so EC, so N-Seite-Kondrite, gewöhnliche Kondrite, die sind hier innen, man es nicht findet. Man glaubt deshalb, dass eben die äußeren Bereiche von außen Presslase-Material eingemischt wurde und das aber nicht nach innen kam, wegen vielleicht einer Barriere. Und diese Barriere hier, die könnte sein, Jupiter als Gravitationsbarriere, und dann sind die preiselaren Körner nicht von außen nach innen gekommen und deshalb haben die außen eine andere Isotopenzusammensetzung als die innen, und außen sind die kohligen Kondrite und innen die nicht kohligen, also sowas wie eben gewöhnlich oder N-Satit-Kondrite. Und schließlich wurde das gesamte Material, also inklusive dann den CRIs, in die Mutterkörper hier akkretiert, und das Ganze hat dann vielleicht nach ungefähr 4 Millionen Jahren stattgefunden. Und damit hat man so einen ersten ganz guten Eindruck, was passiert ist im frühen Sonnensystem, und ein grundlegendes Modell, das man dann natürlich modifizieren kann und so weiter. Wie gesagt, das ist eine Auswahl von Belegen, da könnte man an vielen Stellen natürlich noch was hinzufügen oder auch kritisieren. Aber als erster Schritt, als erste Idee für einen Überblick eignet sich das sehr gut.